Das mag zwar richtig sein, also zumindest hört es sich nicht nach einer Lüge an, aber ihr habt ihn kaum bis gar nicht gesehen während des Essens. Standen die Gläser auf dem Tisch, als wir reinkamen, und wurden dann vom Tisch genommen und befüllt, oder waren gar keine Gläser auf dem Tisch? Ersteres. Standen auf dem Tisch, wurden befüllt, je Okay. nachdem mit dem, was man dann zu trinken haben möchte. Also es gab Weingläser, es gab Wassergläser und ja, wenn man noch irgendwas anderes haben möchte, könnte man da auch noch andere Gläser anfordern. Aber beide Sachen sind gefüllt. Also sowohl dann Wein für euch oder auch für ihn und auch das Wasserglas. Herr Graf, entschuldigen Sie vielleicht meine forsche Frage, aber ist es Ihnen vielleicht möglich, hier medial tätig zu werden? Ich gucke ihn erwartungsvoll an. Ein ausgezeichneter Vorschlag. Schaut Meinen dich Sie der das? Baron lauernd an. Das Opfer den Täter identifiziert. Herr Graf, ich habe Sie zwar eher als Geldgeber bestellt, aber nun, ich bin natürlich auch bereit, Sie für Ihre okkultistischen Fertigkeiten zu bezahlen. Und ich arbeite nicht im Auftrag, grundsätzlich nicht, egal für wen. Aber ja, ich habe auch ein großes Interesse daran, den Täter mit zu ermitteln, einfach schon aus Prinzip, weil jemand in eurer Domäne ermordet worden ist. Aber ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt bin ich dazu leider tatsächlich nicht in der Lage. Ich muss um Entschuldigung bitten. Kenne die Person quasi nicht. Ich habe keinen Angehörigen, mit dem ich ein Gespräch führen kann, und ich habe auch meine Werkzeuge nicht hier vor Ort. Und ich müsste den Tatort zerstören, dafür würde die Polizei mir sicherlich arg böse werden. Zumal es ja auch ein Problem sein würde, mir fällt gerade ein, ich meine, sie hebt die Hand und zeigt in die Richtung des Grafen, nichts gegen sie, aber stellen Sie sich vor, er wäre der Täter und er soll jetzt eine Seance abhalten. Was glauben Sie, würde er sagen, wer der Täter ist? Nicht er, oder? Ist richtig. Also von Dennoch wäre daher. es. Sehr, sehr scharfsinnig, ja, richtig. Und dennoch wäre es interessant zu sehen, zu welchem Schluss er denn kommen würde. Da gebe ich Ihnen durchaus recht, aber wir können dem ja nicht hundertprozentig glauben, oder? Nun, sei es drum, es scheint ja sowieso leider nicht möglich zu sein. Das stimmt. Oder als Medium haben Sie doch mit Sicherheit auch andere Möglichkeiten. Vielleicht haben Sie ein Gefühl oder etwas in der Richtung. Ich meine, ich kenne mich damit nicht aus. Naja, mein oberstes Anliegen ist tatsächlich erstmal die Todesursache. Ich kann im Moment nur raten und sage Arsen. Hilft Ihnen das? Naja, ich meine, das sind wir, glaube ich, alle gleich schlau. Wir bräuchten entweder einen Chemiker oder einen Arzt, und das wird die Polizei haben. Aber hatte nicht gerade Herr Dr. Mayhofer etwas gesagt bezüglich des Grundes, also warum man ihm nach dem Leben trachten könnte? Das ist doch eigentlich ein guter Punkt, darüber nachzudenken. Vielen Dank, Fräulein Neumann. Ich wollte dir das Tatmotiv nochmal aufs Tablett bringen. Ja, sprechen Sie, was ist das Motiv? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht können wir über das Motiv an den Täter gelangen. Es war wohl mehr eine Einladung, darüber nachzudenken, denke ich. Ja, aber wir kennen diese Person doch quasi nicht. Ich meine, wir haben den werten Junker heute kennengelernt, zumindest spreche ich da für mich. Und ich habe absolut keine Ahnung, warum ihm irgendjemand etwas Böses wollen sollte. Herr Baron, Freya dreht sich um, wegen des Ja, Barons. er schaut dich an, interessiert. Sie kennen den Verstorbenen wahrscheinlich am besten von uns, würde ich sagen, oder? Davon gehe ich aus, ja. Dann würden Sie vielleicht die einen oder anderen Gedanken haben bezüglich eines Motivs hinter dieser ganzen Sache. Fällt Ihnen etwas ein? Nun, solange wir noch keinen Verdächtigen haben, ist die Möglichkeit, ein Motiv auszusprechen, natürlich schwierig. Aber wir fragen, wem nützt es? Das meinte ich mit der Frage richtig. Er ist der Geschäftsführer des Vereins Archäologie der Republik. Er ist derjenige, der unsere Reise nach Kreta zu großen Teilen mitorganisiert und dessen Versterben diese Expedition lahmlegen könnte.
Das stimmt, aber es gibt da auch andere Expeditionsleiter, zum Beispiel Herr Dr. Meyerhofer. Ich meine, er war zwar nicht auf Kreta, aber er hat auch Erfahrung. Also gibt es auch andere erfahrene Leute in dieser Richtung. Ich frage mich, ob er ein Alleinstellungsmerkmal hat, was ihn auszeichnet, diese Expedition zu machen, weshalb man ihn nach dem Leben trachten könnte in der Richtung. Gibt es Konkurrenzexpeditionen, potenzielle? Meines Wissens gibt es zurzeit keine Konkurrenzexpeditionen. Es würde also lediglich zu einer Verzögerung der Expedition führen, oder? Nicht zu einem kompletten Ausfall. Wenn dies der einzige Mord bleibt, ja. Aha. Sie befürchten also noch weitere. Ich befürchte gar nichts, ich stelle einfach nur Tatsachen fest. Ja, das wollte ich damit auch nicht sagen. Naheliegend, ja. Gut, fällt dir noch was anderes ein, außer diesem Punkt? Naja, warum sollte denn jemand ein Motiv haben, wenn es, nehmen wir an, es gibt eine Expedition, eine Konkurrenzexpedition, oder es gibt sie nicht, aber definitiv hat irgendjemand ein Problem damit, dass wir in Kreta diese Ruinen uns ansehen. Wer dies nun ist, ob das jetzt eine Konkurrenzexpedition ist oder meinetwegen die Einheimischen. Ich habe kurz die Gespräche von Ihnen und von Herrn Dr. Johansen belauscht, wenn ich so sagen möchte, in einer freien Minute. Vielleicht stört es ja Zeus selbst, dass wir dort nach dem Rechten schauen. Und zwickert er die wieder zu. Er ist spontan hier vorbeigekommen und hat Arsen ins Wasser gekippt. Er muss es nicht persönlich getan haben. Er muss es nicht persönlich getan haben, aber er kann auch seine Agenten benutzen. Nein, bleiben wir bei der Sache. Irgendjemand hat ein Problem damit, dass wir nach Kreta aufbrechen und nimmt dafür auch Morde in Kauf. Das ist das, was wir wissen. Das ist durchaus korrekt, ja. Aber wie Fräulein Neumann schon sagte, alles das, was dieser Mord hier bezweckt, ist vielleicht maximal eine Verschiebung der Expedition, aber doch kein Ausfall. Es könnte auch ein persönliches Motiv eine Rolle spielen. Vielleicht hat er auch etwas im Besitz, was irgendwie von Interesse ist, oder er wusste irgendwas, was alle anderen nicht wussten oder so. Möglicherweise gibt es auch gar keinen Zusammenhang zu der Expedition. Vielleicht das kann natürlich auch sein. Ein Konkurrenzkampf innerhalb des Vereins, wer weiß das schon. Oder es wurde der Moment genutzt, dass einfach viele Menschen hier versammelt waren. Im Endeffekt sollte das... Ach so, ja, ich verstehe, was Sie meinen. Ja, das ist eine gute Idee. Mein Blick zum Baron. Meinen Sie, es wäre in Ordnung, sich in seinem Zimmer einmal umzusehen? Ich fühle mich damit nicht gut, aber vielleicht finden wir dort irgendetwas. Und das muss der Herrscher der Domäne entscheiden. Das ist nicht mein Belang. Ich meine auch den Baron. Verzeihung. Nun, ich würde sagen, es sollten keine Beweise vernichtet werden. Und ich vermute, dass es sich hierbei entweder ein Einzeltäter oder um eine sehr kleine Gruppe handelt. Wenn sie also, sagen wir einfach mal, gemeinsam im Schloss umherlaufen und sich gegenseitig kontrollieren, dass hier niemand etwas vernichtet, dann bin ich damit einverstanden und sie können sich im gesamten Jagdschloss umsehen. Das ist ein guter Punkt und ich fliege auf jeden Fall ein. Dem schließe ich mich an. Ja, klingt nach einem Plan, weil... Ich könnte Ihrem Assistenten noch nicht entlocken, ob er die Behörden schon informiert hat oder nicht. Sie kommen schon. Na dann, schauen wir mal. Berliner Polizei. Sollten wir uns vielleicht, wie die Dame vorgeschlagen hat, erst einmal das Zimmer anschauen des werten Junkers. Da können wir ihn vielleicht abdecken, es ist seiner unwürdig, hier einfach rumzuliegen wie ein Gegenstand. Ja, selbstverständlich, ich werde etwas holen. Die Japanerin Tawakamoto geht los und holt schnell aus einem der Nebenzimmer eine Decke. Dieses Abenteuer habe ich mir anders vorgestellt. Werde ich ihn erstmal respektvoll bedecken. Mit Verlaub, aber meinen Sie, es ist eventuell auch nützlich, ihn selbst zu durchsuchen? Ja, durchaus, auch wenn es makaber ist. Das möchte ich dann allerdings tatsächlich nicht tun. Das möchte ich nicht tun. Ich auch nicht, aber persönliche Dokumente aus seinem Zimmer oder persönliche Dokumente aus seiner Tasche, wo ist der Unterschied?
Sie sind an seinem Leib. Wie geht es darum, die Unschuld und die Schuld zu beweisen? Ich glaube, in dem Fall... Ich trete zur Seite und sage, Herr Daimler, bitte. Hinknien und vielleicht noch so einen kurzen Moment innehalten, aber dann mal ja in die Taschen greifen. In die Taschen von dem Junker? Genau. Ja, du findest tatsächlich sehr wenig. Eine Spielkarte wirst du wohl finden. Eine Taschenuhr, die dann in seiner Sakkotasche steckt und dazu gehört. Und einen Schlüssel, der gehört wohl vielleicht zu sowas wie einer Reisetasche, würdest du sagen. Ansonsten, er ist natürlich im Anzug und dementsprechend hat er in seiner Anzugtasche wenig. Das würde natürlich die Taschen dann verbeulen und ein Taschentuch wirst du noch finden. Ich würde dann als erster die Spielkarte wahrscheinlich hochheben und dann einfach die Frage auch stellen, hat er öfter hier mit wem hat er hier gespielt? Meines Wissens spielt er nicht, zumindest nicht keine Karten. Was ist denn für eine Karte? Ist das denn? Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Kreuzkönig? Ist es eine einzelne Karte? Eine einzelne. Also ich glaube, mit Kartenspielen hat das wenig zu tun. Ne? Eine einzelne Karte, was soll man damit anfangen? Steht irgendwas auf der Karte drauf? Ich würde die Karte dann ein paar Mal in der Hand herumdrehen und schauen, ob ich irgendetwas sehe. Vielleicht ist sie öfter gespielt worden, weil sie einfach schon ein wenig eingeknickt ist oder irgendetwas in diese Richtung oder ja, ob etwas oben steht. Meine Damen, meine Herren, mir fällt hier gerade ein. Herr Baron, Sie haben doch exotische Tiere in Ihrem Jagdzimmer. Wie sicher sind die denn? Eventuell hat sich ja der Junker zu nah an eines dieser Glaskästen gewagt und ist in einem dieser Tiere gestochen worden. Wir haben die Vitrine natürlich abgesichert mit Schlüsseln. Und normalerweise dürfte da keiner der Außenstehenden an... Nun, sie werden natürlich gefüttert, einmal pro Tag von den Bediensteten. Du hörst, wie nachdem ich mein Handy in den Hosentaschen gesteckt habe, vor mich hin sage, es ist ja nicht so, als hätte ich das vor einer halben Stunde schon gesagt. Ich würde jetzt mal das Esszimmer verlassen und zu den Vitrinen gehen und schauen, ob die vollständig sind, ob da überall was drin ist. Die Vitrinen sind auf den ersten Blick alle noch gefüllt. Wer hatte eben gerade gefragt mit der Karte? Ah, das war ich. Du warst und ich. Herr Daimler, was ist denn auf der Karte? Sie schauen da so genau hin. Weiß nicht genau. Strigiles? Strigiles? Zeigen Sie mal her. Ich würde die Karte dann dem Fräulein auch reichen. Strigiles. Habe ich das schon mal gelesen oder gehört, aber... Sagt mir jetzt nichts. Das ist eine Probe auf... Ja, wenn ich dir jetzt sage, was das für eine Probe ist, dann könnte das natürlich auch schon... Würfel mal Archäologie. Ich muss gucken. Können natürlich alle anderen auch tun. 41 von 25 habe ich nicht geschafft. Falls jemand noch Archäologie hat, dann ist es tatsächlich... Dann müsstest du einmal für mich würfeln. Achso, ja, genau, weil du es nicht kannst. Moment. Dann hast du eine 16 von... 93. Wow. Das war der Friedrich von Falkenhorst, ne? Richtig. Ja, wie gesagt, auf den ersten Blick sind die Vitrinen verschlossen und vollständig. Alle giftigen Tiere sind noch anwesend. Ja, dann würde ich zurückgekommen bin, das auch kundtun. Ja, eigentlich sollte diese Karte ihm Glück bringen, aber offensichtlich hat das wohl nicht funktioniert. Wieso Glück? Naja, der Kreuzkönig ist der wohlmeinende Gönner, der den Ziehenden unterstützt.
Aber das Strigilis macht mich stutzig, meine Herren und Dame. Sofern ich mich erinnere, ist es eine Art Sportgerät aus der Antike? Ich denke, damit haben sie sich damals nach dem Schwitzbad eventuell den Körper gereinigt. Quasi abgeschabt. Aber warum steht das auf dieser Karte? Ein Sportgerät? Kontext erschließt sich mir allerdings auch nicht. Ich meine, die Symbolik der Karte ist eindeutig. Der Wirte Baron hat den Junker wahrscheinlich unterstützt. Nehme ich an. Ja, selbstverständlich hat er das. Aber was das mit einem Sportgerät zu tun hat, ist mir unerklärlich. Kann es vielleicht sein, dass er sich eine Notiz gemacht hat, um irgendwas nicht zu vergessen? Herr Baron, kennen Sie die Handschrift des Junkers? Er schaut einmal kurz auf die Karte, überlegt und nickt dann. Das sollte seine Handschrift sein, ja. Dann vielleicht. Wissen Sie, ob er Tarot spielt? Nein, meines Wissens nicht. Er ist ein Mann der Wissenschaft. Er ist zwar eher jemand, der mit seinem Geld fördert und organisiert, weniger jemand, der selber in der Universität Bücher schreibt, aber als Hauptverantwortlicher, nun ja, als Geschäftsführer des Vereins der Archäologie, nein, er hat kein Tarot gespielt, so etwas würde er nicht tun. Dann wird ihm die Symbolik der Karte auch nicht bekannt sein. Danke. Sind denn noch andere Sachen in seinen Kleidern, Herr Daimler? Nun ja, diese Taschenuhr und dieser Schlüssel. Ich würde dann die Taschenuhr auch mal aufklappen, ob vielleicht da irgendwo eine Art Zettel oder so etwas sich drin befindet. Alles so wie immer. Sie funktioniert auch. Ist also eine ganz normale Taschenuhr, die nicht stehen geblieben ist oder sowas. Kein Zettel drin. Herr Daimler, dürfte ich Sie bitten, vielleicht mal zu schauen, ob er irgendwo im Raum, im Handbereich einen Stich oder eine Verletzung aufweist. Ich würde mich kurz umdrehen, nicken und ja, würde ich dann mal beginnen, das hier anzusehen. Du darfst gerne mal Erste Hilfe würfeln mit einem Bonuswürfel, weil es nicht so sehr schwer ist. Es ist natürlich, ja, vielleicht ein bisschen ungehörig, dass man ihn da jetzt entkleidet, aber okay, du hast ja den Auftrag bekommen, oder ihr habt den Auftrag bekommen, dass ihr jetzt hier ermitteln sollt und naja gut, dann muss man eben auch die Stellen des Körpers untersuchen. Offensichtlich sowas wie Hand oder auch Fußbereich, da muss man ihn dann nicht ganz so sehr entkleiden. Schau mal an. Bonuswürfel, also einen zweiten W10er, der dann besser gewürtet wird. Das wäre dann 10% und ich glaube standardmäßig 30. Sollte auch alles 30 Standard. Ja. Keine äußeren Verletzungen, gar nicht. Wie gesagt, seine Hände sind leicht gelb angelaufen, aber du kannst keine Stichstellen oder so etwas bemerken. Seine Adern, vor allem auch seine Venen, die dann zurücklaufen, sind verfärbt. Also Gift ist auf alle Fälle schon richtig. Das macht auf alle Fälle Sinn, dass es dann irgendwie ingestiert oder inhaliert wurde, also gegessen oder eingeatmet. Das macht natürlich auch Sinn dann mit seiner Zunge, mit seinem Rachenraum, aber es gibt keine Einstiche oder Bisse. Und ich nehme an, der werte Herr hat wahrscheinlich auch nicht viel gearbeitet, das heißt auch keine Schwielen oder irgend sowas. Nein, ist relativ dicklich, möchtest du meinen, hat auch die ganze Zeit beim Essen so ein bisschen kurzatmig geklungen, also ja, es wurde hier von Sportgeräten gesprochen, wenn er von dieser Strigilis, also das hat er ja aufgeschrieben, das ist wahrscheinlich das einzige Sportgerät, was er in seinem Leben jemals irgendwie benutzt hat. Dann würde ich mich aber auch zu der versammelten Leuten noch umdrehen und meinen, keine Einstichstelle, ich kann nichts wirklich finden. Und ich würde dann wahrscheinlich die Uhr dann erstmal wieder zurücklegen, scheint ja auch nicht wirklich, dass sie uns weiterbringt. Die Hände dann wahrscheinlich so übereinander legen, so über die Taschenuhr und über die Brust. Und ja, dann würde ich wahrscheinlich auch das Tuch, das schon gebracht worden ist, über ihn legen sein. Es würde noch irgendjemand Anstalten machen, sich das noch etwas genauer ansehen zu wollen. Mm-mm.
Ich hätte noch eine Frage an den Herrn Baron und ich würde mich direkt an ihn wenden. Natürlich, was kann ich für Sie tun? Vielleicht können Sie bzw. Ihre Dienerschaft, die ja kulturell sehr vielfältig ist, mit den Symptomen der Vergiftung was anfangen. Spuren des der Art von Gift. Ja, der Herr Graf sprach von Arsen. Ich habe da leider überhaupt keine Erfahrung, aber vielleicht können wir das vereinte Wissen hier aktivieren. Ja, ich werde natürlich meine Dienerschaft anweisen, dass sie sich das einmal besehen und auf eventuelle Gifte. Hätten wir es natürlich frühzeitig gewusst. Wir haben natürlich für jedes Tier, was unten in den Vitrinen zu finden ist, ein Gegengift. Askari und Shepi, sehen Sie sich den Leichnam des Herrn Junkers an. Die beiden nicken. Askari tritt als erstes heran, scheint dann wohl mit dem Kopf zu schütteln, untersucht da ein bisschen den Mund und zieht dann seine Hand zurück. Nein, das kenne ich nicht. Shippy kniet sich ab und nickt dann. Das ist eine Viper, die ist draußen. In der Jagdhalle. Können Sie mir die bitte zeigen? Ja. Sie verbeugt sich ebenso wie die Japanerin vorher vor dir und geht dann gemeinsam mit dir und vielleicht ein paar anderen. Wir sollen ja auch in der Gruppe bleiben. Ich würde sie begleiten. Ja, dann geht sie zu einem der Terrarien und deutet dann auf einen Kasten, der es beschriftet: Australische Inland-Taipan. Die giftigste Schlange der Welt. Ich würde mich an die wenden. Ist nur der Biss der Schlange tödlich oder auch wenn man das Gift anderweitig einnimmt? Nicht wissen. Kennt sich sonst noch jemand mit dieser Schlange hier aus? Würde ich in die Runde fragen. Denn noch in der Kiste? Ist noch in der Kiste. Nun ja, wir wissen doch nun, dass anscheinend etwas in dem Glas war, woraus er getrunken hat. Und wir wissen, dass es offensichtlich die Wirkungen des Giftes dieser Schlange sind. Also es ist doch naheliegend, dass anscheinend das Gift auch außerhalb eines Bisses tödlich wirkt, oder nicht? Ich meine, er wurde ja nicht gebissen. Dementsprechend hat man das Gift dieser Schlange, ich weiß nicht, wie man das macht, aus diesen Zähnen irgendwie rausgeholt und es in dieses Glas getan. Ich zucke mit den Schultern. Könnte natürlich auch ein Kontaktgift sein, das auf die Haut und dann durch die Haut in den Blutkreislauf. Aber warum ist denn das Glas so schlierig und seltsam? Ich weiß ja nicht, wie die ersten Symptome der Vergiftung sind. Vielleicht sind das ja auch sagen Ausscheidungen. Warum in Junkers? Wird die Frau angucken. Sagen Sie, wie lange braucht die Schlange, um zu töten? Das geht schnell. Keine 5 Minuten. Gegengift schnell. Sonst tot. Ja, das schränkt auch den Tatzeitraum enorm ein, meine Damen und Herren. Die Indianerin scheint so ein bisschen zu schmunzeln und murmelt dann mehr, als dass sie es laut sagt. Kein Honig. Ja, dass der Honig da nicht hilft, ist mir auch klar. Das tut mir leid. Nein, nicht im Honig. Sonst Graf schon tot. Na. Wo sie recht hat, hat sie recht. Das beruhigt mich, danke. Gut, das heißt, wir kennen jetzt theoretisch die Mordwaffe. Zeige auf die Schlange. Wir wissen etwa, wann der Graf, der Herr Junker, das Gift zu sich genommen haben muss. Selbst wenn es nur eine geringe Dosis gewesen sein sollte, gehen wir vielleicht von einem Zeitraum von 10 Minuten aus. Können wir uns darauf einigen? Scheint plausibel. Das heißt, jemand, der 10 Minuten, also den letzten 10 Minuten des Essens, mit ihm Kontakt gehabt hat, das muss der Mörder gewesen sein. Also zumindest nach der jetzigen
Kenntnisstand. Hat zufällig jemand von Ihnen darauf geachtet, wer in den letzten 10 Minuten in der Nähe des Junkers war? Ich. Ich? Ja. Hat jemand noch anderes? Der Junker hat ja sehr an der Schärfe des Essens gelitten und hat ja auch Eiswürfel zu sich genommen. Hat jemand anders auch noch Eiswürfel verzehrt? Ich frage mich gerade, ob es vielleicht gar kein Ausdruck war des Essens, dass er sich so verhalten hat, sondern da schon das Gift irgendwie angefangen hat zu wirken und er es gemerkt hat und versucht hat, etwas dagegen zu tun und sich halt nicht helfen konnte und dachte, es wäre die Schärfe, aber es war halt schon vielleicht das Gift. Wirklich, ja. Ich meine, das würde mich beruhigen, weil es mich ausschließt, weil ich ihm das Wasser nach diesem Verhalten angereicht habe, weil ich dachte, es wäre das Essen. Ja, leider nur begrenzt beruhigend, denn dennoch läuft ja irgendwo ein Mörder rum. Das ist mir durchaus bewusst, ja. Wir könnten die restlichen Getränke überprüfen, die sich generell im Haus befunden haben, ob noch weitere diese Schlieren aufweisen. Ich weiß aber nicht, ob das hilfreich ist. Ich fühle mich langsam etwas überfordert. Nachvollziehbar. Ich kann das Gefühl nachvollziehen. Also wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass es sich um einen gezielten Mordanschlag gehandelt hat. Ich meine, dieses Gift zu extrahieren aus der Schlange, wie auch immer man das anstellt, ist doch wahrscheinlich etwas aufwendig. Also es kann ja nicht versehentlich Bänkelande sein. Und die Terrarien sind ja verschlossen, also irgendeiner muss ja Zugriff auf diese Terrarien haben. Könnte das ein Hinweis auf den Täter sein? Wir haben noch einen Schlüssel und wir haben noch ein Zimmer, was wir auf den Kopf stellen können. Wollen wir damit fortfahren? Ich hätte noch kurz eine Frage. Wie lange würde es denn dauern, dieses Gift überhaupt wirklich von der Schlange abzunehmen? Biologisch gesehen gibt es Kulturen, die die Schlangen, wie würde ich sagen, melken, um dann dem Gift sich in einen Trance-Zustand versetzen. Ich glaube nicht, dass das sehr aufwendig ist. Nun, die Frage, die ich stelle, ist: Wir sind zuletzt hier angekommen. Wären wir überhaupt in der Lage gewesen, in der Zeit, die wir hier waren, das Gift zu melken? Natürlich. Ohne Probleme. Würde ich auch ausgehen. Bestimmt eine Dreiviertelstunde allein im Salon. Und ich habe zwar keine Ahnung, wie man Schlangen melkt, ich wusste auch gar nicht, dass man das so nennt, aber sie werden mir ja wahrscheinlich nicht glauben, dass ich das nicht weiß. Nun, das scheint uns nicht weiterzubringen. Lassen Sie uns das Zimmer aufsuchen. Ja, aber mir stellt sich, ich komme immer wieder auf die Frage des Motivs zurück, weil wenn das angenommen ist, wie Sie so recht erwähnt haben, sind wir zuletzt hier angekommen. Wenn wir ein Motiv oder eine Mordabsicht gehabt hätten, hätten wir wissen müssen, dass es hier diesen Taipan gibt und wir dessen Gift verwenden können. Da haben Sie durchaus recht. Ja, aber wo soll uns das hinführen? Wir können doch nur spekulieren. Das würde uns einfach ausschließen. Mir persönlich geht es darum, mich zu entlasten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, werter Graf, aber ich fühle mich nicht wohl, das ist so unter Mordverdacht zu stehen. Ach, ich sehe das eigentlich ganz entspannt. Die Polizei wird das sowieso aufklären. Dem kann ich nur zustimmen. Ich denke, jetzt gerade gehören hier alle zu den Verdächtigen, aber ich glaube, die Hauptverdächtigen sollten nicht wir sein.